Gude, Max von Kreuz Yu-Gi-Oh! Hier und heute haben wir einen Deckverfall von der Regionals in Karlsruhe. Und ja, das bin ich. Ich habe keinen Kameramann gefunden, habe mir gedacht, okay, da filme ich das einfach so. Ich bin zu 2 gegangen am Ende mit 5-2. Ich hoffe, das reicht für die Gefalli. Ich bin auf jeden Fall sehr happy dafür. Und ich habe, wie ihr seht, To Draco gespielt mit einem Extra-Deck, wie man ja recht erkennen kann. Und da ich mir gerade dachte, okay, ich bin ja hier gerade alleine hier draußen, mache ich einfach ein Video von meinem Deck. Und ja, was ich heute gespielt habe, erste Runde, ich kann durch die Matchups mal kurz schnell durchgehen. Ich habe erste Runde gespielt gegen Trickster, dann Runde habe ich verloren, Runde 2 gegen Cyberjang habe ich gewonnen, Runde 3 habe ich gespielt gegen Altergeist, das habe ich 2-0 gewonnen. Runde 4 habe ich gespielt gegen Spiral, das habe ich 2-1 gewonnen. Runde 5 habe ich gegen Adrian gespielt, das war ein True Draco Mirror Match. Das habe ich 1-2 verloren. Runde 6 habe ich gespielt gegen Magnite in Vogt. In die 7. Runde kam kein Gegner, das war cool. Aber ja, gehen wir mal zur Liste durch, die eigentlich komplett Standard ist, halt mit 5 Draco Monstern und die beste Karte des Decks, Amano Iwato. Damit der Gegner einfach nicht droppen kann. Ich wollte nicht 6 Dracos spielen. Ich habe mir gedacht, nee, du willst nicht zu wenige Monster haben, aber du willst nicht zu viele Monster haben, einfach weil du die meisten spielst und es ist kacke halt, am Monster abzuwerfen. Natürlich habe ich jedes Mal, wenn ich die meisten aktiviert habe, einen Monster abgeworfen. Also schmeckt auf jeden Fall. Das sind Spells. 3 Diagramm, das müsste klar sein. Terraforming. Ich wollte nur 2 spielen, weil ich hasse es. Ich hasse es, den immer wieder nachzuziehen, obwohl du den nicht aktivieren willst. Dann 3 Demise, kranke Karte, 2 Duality, das ist genau dasselbe wie bei Terraforming, man möchte ihn nicht so oft sehen, aber ja, ist auch noch eine Karte, die bei uns bei Turn ist, deswegen ist es ein bisschen blöd, wenn man die zu oft hat und kann nach Quickie kommen, dasselbe wie Desire, es ist auch eine One per Turn und ich mag den auch nur auf 1, um ehrlich zu sein, bin ich per Fan davon geworden, ein Upstart. Theorie von Upstart war, dass ich die mal rausbauen konnte und wenn ich die Mais aktiviere und die Sette, also die Sette bevor ich die Mais aktiviere, 3 Karten ziehe, kann ich theoretisch durch Upstart noch eine 4. Karte ziehen, was natürlich brutal ist, das habe ich einmal hinbekommen. Dann 2 Chalice, ich finde es sehr gut, wenn man Sachen negieren kann und ich finde es auch super, dass du damit Zafir und sowas negieren kannst und auch immer mit dir wichtig, damit du ein Masterpiece, der Monster Trap, hat, den negieren kannst und somit kannst du den mit Masterpiece schießen. Ein Stormforce, weil ich mir gedacht habe, es gibt vielleicht irgendwelche Leute, die denken, ja, lass mal einfach einen random Besel beschwören und dann mache ich einfach Stormforce drauf, aber ich habe Stormforce die ganze Zeit rausgebordet. 3 Heritage, das müsste klar sein. 3 Schüler müsste klar sein. Und dann Traps, 3 Apokalypse und ein Return. Das müsste obvious sein, wieso man die spielt. Ja. Schießen Spelltraps, schießen Monster, lässt die Karten ziehen, lässt die auch Karten ziehen, recycelt, halbiert Artika und lässt tributieren, ist quasi ein Call of Taunted, aber lässt auch noch tributieren, also super kranke Karten. Dann eine Menge Floodgates, wie schon bekannt, bei einem To Draco Deck mit 2 Rivalitäten. Ich wollte keine 3 Stück spielen, fand 1 zu wenig, aber 3 zu viel, deswegen habe ich mir gedacht, okay. 2 Düfte, weil Düfte krank sind, Order, weil es gibt Leute, die gerne Zyklon gegen Duft werfen und dann mache ich Order und dann ja, GG. Ein Skill Drain, 140. Karte, ein Urteil. Ich muss auch erwähnen, dass ich Skill Drain kein einziges Mal aktiviert habe. Also schmeckt auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Extra Deck. Sachen, die ich beschwören könnte mit auf jeden Fall die Combo. Kannst du ja machen mit 2 Maiden oder 1 Maiden mit 1 Ignis. Und dann kannst du auf jeden Fall runterburnen. Und dann legst du noch den Gaia drüber, damit du recht viel Damage drücken kannst. Das ist natürlich eine starke Kombo. Beelze, falls es sein muss, du kannst halt die Cherry benutzen als Tuner und irgendeinen Fünfer. Das ist möglich. Du kannst auch den Scarlet beschwören, weil er recht gut burnen kann. Ein Omega. Ja, das sind so Cherry Targets eigentlich. Exterio. Falcon, brutale Karte mit der Trap, die ich im Zeitdeck spiele, ein Tante, ein Toad, ein Dweller, ein Buster, ein Seraphinit, ein Quartz, im Duck, und diese, das bitte obvious sein. Dann zum Zeitdeck, dreimal diese, ich glaube, das muss ich gar nicht erklären. 5 Fallerfälle, man weiß nie.
weil es die kranke Kombo gibt. Ja, man weiß auch nie. Ich war brutal, hab ein Game gemacht einmal, aber das war's auch schon. Und diese. Und ja. So, meine letzten Worte. Ich möchte mich an allen Leuten bedanken, die mir Karten geliehen haben. Kevin und Chris, vor allem Chris, der hat mir gefühlt das halbe extra weggeliehen. Danke an dich. Ich möchte Public Enemies grüßen, das Team. Danke Jungs, dass ihr mich unterstützt, dass ihr an mich geglaubt habt, dass ich die Quali, dass ich zu zwei gehe. Sowas halt. Und ich möchte Arten grüßen natürlich. Und ja, danke an dich auch nochmal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Weiterer Nachtrag, ich habe vergessen, Basti zu grüßen, der mir das dritte Diagramm geliehen hat. Komplett vergessen, bevor ich das alles zurückgeben wollte. Danke an dich nochmal. Und ja, tschüss.